Ich habe Na so, gut, hatte Freitag ich ja hat es schon so, mal, ne? Freitag hat es so angefangen, so mit Halsschmerzen und so. Ja, hatte ich Samstagabend, hatte ich Halsschmerzen. Und Sonntag dann. habe ich mich dann gleich getestet und ja. Was du herbekommst Ja, genau. denn? Ah, okay. Himmelfahrt vielleicht? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, das erste Mal, dass der Test ausgeschlagen hat, war Samstag oder Sonntag? Ich weiß es gar nicht mehr. Man muss ja nur 5 Tage dann in Quarantäne, ne? Ja, es sind nur 5 Tage. Also, Hat bei mir aber auch genau gepasst, also. bei mir ist quasi morgen letzter Tag Quarantäne. Ja, so hatte ich es ja auch. Ich hatte Sonntag getestet, Montag ist der Test weggegangen. Dann hatte ich bis Freitag. Bei Stan waren es die Tinder-Dates. Ja. Da sind dann eher die Affenpocken, ne? Ach komm, Emil, Alter. Piss dich, du Hund. Ich will den AFKler doch nur abfahren, Mensch. 41, vielleicht solltest du eigentlich an der Scout-Position stehen, aber da ist auch okay. VZ kommt gleich, glaube ich. Na? Ja, der kommt gleich. Alter, ich mein Aiming ist auch hier wieder. Der VZ hatte Bock. Die E100 sind's, die pushen hier ganz gut. Ich würde hier gar nicht gerne was machen, aber unsere Seite ist irgendwie nicht vorhanden. Ja, der VZ weg, fährt weg. Bruder. Ja, gut, der hat 200 AP, der kann das ja nicht mehr machen. Kranwagen? Mal, vielleicht können wir ja von unten rankommen. Stan. Weil ich glaube nicht, dass hinten auf der D1 schon nee, sowas steht. da Naja. steht nicht mehr. Vielleicht der Leo. Aber ich glaub's nicht. Die überpieken hier alle so hart. Ihr könnt hier auch hier alles wegfarmen oder was? Oh, Stan. Da ist er. Mein Jodelgott. Jawohl. Einer muss ja jodeln. Ja, so wird der Schar gespielt. So, nicht anders. Rein da, immer Den sieht Vollgas. dann jeder. Richtig. Defensiv kann ja jeder. Der Emil, Emil, kommst denn? Der will dich. Ja, Emil, ja, Jodel. ja, ja. Nee, er will jetzt nicht. Ja, jetzt hat er gemerkt, dass ich auch stehe. Ja, ich habe ihm aber auch gegeben. Wenn wir ihm alle geben, geben wir ihm alle. Ja, ich gebe ihn. Sehr schön. VZ ist hinter uns. Ich bin im Reload jetzt. Wenn ihr ihm alle gebt, geben wir ihm alle. Ah, das ist doch eine Guck mal, wie schöne. schön wir hier aufgeräumt haben hier oben. Ja. Weil einer mal richtig den Char gespielt hat. Ja, das war der Aufbruch. Einfach mal, der Char steht nicht umsonst fürs gnadenlose Jodeln. Muss da auch mal hier, ne? Nicht immer so feige sein, ne? Wozu hast du 4 Schuss? Muss man mal rein da in die Menge. So ein richtiger Attentäterpanzer. So, jetzt musst du noch mit der Brechstange Licht machen für uns. Ah. Da, der T49 ist eine Sprechstange. Ah, der T49, der macht das. Jetzt, und gleich drückt er auf den Knopf. Hätte ja auch mal den VZ töten können, ne? Das war ein bisschen Ich bin spannend irgendwie. offen. Ja, ich auch. Aber stehen denn die restlichen oben aufgereiht? Rechts steht irgendwo einer, oder? Da ist der Leo. Ah, an der typischen Leo-Position. Ja, von da kannst du halt am besten nichts überwachen. Ja. Aber du stehst halt auch so, dass du nicht getroffen werden kannst. Ist doch super. Rechts muss doch noch irgendwo einer stehen, oder nicht? Ja, Ja, steht alle die hinten, Schar stehen da oder? in dem Wald drin. Wahrscheinlich noch hinter dem Wald. Ich push den Leo jetzt. Ich hab die Ja, Schnauze ich voll. auch. Der Ich glaube, er Leo pusht gerade schon selber. Pusht Ja. euch.
Er pusht euch rückwärts. Der Schaf pusht jetzt auch oben, jetzt wo wir weggefahren sind. Hallo. Parallel, zentriert, versetzt, dahinter hat der Leo gepusht. Moin Toms, du alter Teasy, moin Mystikum, Grüße. Da ist ja noch einer. Ja, moin, ich bin zu spät, so eine Kacke. Jetzt zwei ein Turbo drauf gab's denn. Ah, brauch ich nicht. Doch, Char ist ganz klassisch. Ey, wenn du sofort aggressiv reinfährst, brauchst du kein Turbo. Turbo, Härtung und Sichtsystem ist momentan. Sicher, ich nehme eigentlich immer ein Tarnnetz mit. Ich habe Fernglas und Optics dran. Fernglas und Optics, das ist wichtig. Oh. Ich weiß noch, wie bei dem ersten Tour-on-Two-Turnier, wo ich veranstaltet habe, Akku mit dem Setup auf der Badget kam. Ja, auf der Badget AP. Ah, das war schön. Das hab ich schon ein bisschen gefeiert. So, warte, ich fahr jetzt hier mal ein bisschen was. Was Richtiges? Ich muss jetzt hier mal einen schweren Panzer fahren. Irgendwas mit Panzerung, ey. Endlich mal was mit Panzerung. Ja, und einer fetten Bumme. War doch ein scharf Futur. Wollen wir alle über die andere Scheißflanke spielen? Erkläre die andere Scheißflanke. Naja, unten. Ja. Das Tal. Richtig. Da, wo das Jodeln, Jodeln ist. Back-to-back Jodeln. Ah, komm. Let's go. T49. 1000 Damage. Ich bin bereit. Ah, ich werde erstmal von oben einen Spot versuchen zu bringen. Wollt ihr hier erstmal kurz abaimen? Oder wollt ihr da gleich... Wenn wir jodeln, dann jodeln wir richtig, oder Stan? Ja. Eben. Runter da. Von oben, Alter. Was ist das denn? Okay, 1 und 0. Ich bin auch auf 1. Hier, let's go. Ich fange mir gleich wieder das 1000er-Brett von dem T49-Spinner. Ja, die Idee ist, die wir uns treffen. Ist noch nicht mal was, wisst ihr? Easy Durchpush. Easy Durchfall, meint er. Jetzt bin ich auch nachgeladen. Ah, jetzt bin ich offen. Ah, da ist der Wahnsinn. Ah, der hat die Kleine gerade drauf. Jo, was ist er denn für ein Tryhard, Alter? Nichts kann er. Gucke, wie er auf die Fresse kriegt. 1, 2, 1. Ah, der Light steht schon offen. Ja, guck mal, das Gegnerteam muss jetzt schon quasi zurückkommen, damit sie gegen uns kämpfen. Überhaupt eine Chance haben. Ja. Ich push die WTs. Was ist denn hier? Extra Turbo. Oha, 30? Also. Stimmt ja mit ihm nicht, Alter. Hat die WT gefunden? Backshot. Denn Achtung, WT. Ach, der kann auch nichts. WT jodelt, der jodelt. Nein, nicht mich! Danke. Der jodelt nicht, Mensch. Sei doch nicht so ängstlich, der ist doch tot. Er hat gejodelt. Wieso schießt der Skoda eigentlich auf mich? Der 49 schießt auf mich, das ist viel schlimmer. Ich bin angezündet. Jawoll. Ah, so muss das. Fackeln soll er! Strafe muss sein, mein Freund. Hab der andere WT gefunden. Wo ist er denn? Ach, da vorne rechts. Ah, hier ist noch ein Char. Hier ist noch ein Gamer. Ist aber, ich glaube, der ist leer. Ja. Der haut auf jeden Fall gerade ab. WT ist auch abend. Versuch ihn mal zu checken. Eine Sekunde noch. Nee, er hat noch ein Schüsschen. Char hat gerade auf mich geschossen. Aber ich habe ihn mit meiner Dicken. Der ist nicht im Reload. Pass auf, Skoda steht jetzt da hinten. Ja, WT aimt jetzt auch ab. Ach, Quatsch. Da ist der Skoda. Mach den Char raus, komm. Skoda ist leer übrigens. Und jetzt mach den Char raus. Ja, Skoda haut ab. Ich push den WT, okay? Ja, ich hatte gerade auch vor. Ne Reload? Ich hab ihn. Pass auf, Skoda auf. Skoda.
Ja, den müsst ihr machen, Alter. Ich kann doch nicht. Kann mich doch nicht um alles kümmern. Hat drei raus. Er ist im Reload. Lass ihn jodeln. Oben steht ein Cobra. Alter. Ich bounce in den räudigen Cobra oder was? Sorry, war meine Schuld. Da vor dem Type steht noch irgendwas. Hab die Ratte. KPZ steht da glaube ich auch noch. Ey, hier, Skoda. Hat übrigens eins. Ja, ich hab mich reingeworfen. Hab ihm aber auch noch gegeben. Yo, 50er Action. Vielen Dank für die 3 Monate, dankeschön. Pokofragger, vielen Dank für die 13 Monate, dankeschön. Killy, vielen Dank für die 15 Monate. Lars, vielen Dank für die 34 Monate Tier 2 Support. Dickes, dickes Dankeschön. Efries, vielen Dank für die 56 Monate, dankeschön. Oh. Und Captain Hardbass, vielen Dank für die 2 Monate. Dankeschön. Da kam auf einmal dein Gegner an, hä? Vielen Dank für das Dankeschön. Stay Floyd, vielen Dank für die 2 Monate. Sorry Leute, wenn ich. Meine Stimme ist noch nicht ganz wieder da. Ich danke euch. Vielen Dank. Fettes Dankeschön für die ganzen Resubs. Vielen Dank. Haben wir noch ein bisschen optimiert in den letzten Wochen. Worüber streamt er? Übers Handy? Oder hat er einen Laptop? Handy, er hat jetzt einen Laptop, aber über Handy. Ja. Aber jetzt seit einer Woche hat er den Laptop quasi drin. Und seitdem geht's. Schönen dicken Laptop im Bagger. Jawohl. Ja, was? Ich fahre hinten, ich fahre in die Mitte auf diese Sniper-Position, falls die in der Mitte Stress machen. Aber das war schon, also das, was das 430U da gerade gemacht hat. Normalerweise fährst du in die eine Gasse rein, kriegst eine Schelle vom Jagd-E, dann fährst du nochmal einen weiter, fährst da in die Gasse rein, kriegst eine Schelle vom E3 oder so und dann ist für dich Feierabend. Also es ist ja ganz, ganz selten, dass da jetzt mal keine Keiler in den Gassen stehen und da der geneigte Keilerfahrer hat ja auch das Sitzfleisch, so eine Gasse 15 Minuten abzuämmen, bis irgendjemand da vorbeifährt. E4 mit 2 Manticorn im Stil. Im Stil, Alter. Im Splatoon. Okay. Nee, 5. Do it. Ah, er will. Ja? Ah, jetzt will er nicht so. Jetzt. Na, er will noch nicht so richtig. Na komm, dann mach ich kurz einen Schuss. Ihr müsst den Provo. Ja. Ja, ich baite den schon die ganze Zeit. Ich muss mal kurz hier hinten helfen. Kommt er jetzt? Nee. Er lässt sich nicht provozieren, oder? Die Ruhe in Person. Aber der STB kommt. Jawohl. Ja, ich bin. Ah, M4, M5. Krass, ey, jedes Mal, wenn ich da bei den Heavys fighte, dann überpicken die alle wie Scheiße. Jetzt stehe ich einmal hier und kann das. Punishen, wenn sie es wollen. Und keiner überpiekt oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ja, das ist Tarnung auf dem Tor, mein Freund. Normalerweise wäre der Oliv. Also, bitte meine künstlerische Freiheit hier nicht missachten. So, was ist das da jetzt? Muss das jetzt sein? Das kann der S4 dann jeden Schuss hier penetrieren, das auch wieder. Ja, natürlich E5. Er bounced den halt wieder. Oh, war kein E5-Spieler. Die S4 ist aber auch wild, oder? Macht das gut. So wie die S7. Die macht das auch genauso gut. Wie die S7. Die denkt sich auch nur so. Ja, guck mal. Schön hochfahren. Die S4, du kannst mich nicht im Trompen. Ja, hab ich auch gedacht. Hat er trotzdem.
Das Konkurrenzspiel ist aber auch echt gut. Der M5 hat Bock. Ach komm, ihr 100. Jetzt jodelt jetzt mich hier oder was? Ja. Sag mal, willst du mich eigentlich. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Bruder. Das habe ich mich gerade auch gefragt, als ich den Move gesehen habe. Ja, das macht doch eigentlich vorne und hinten keinen Sinn, oder? Jetzt wieder du genauso. E4 hart übrigens. Schon mal Rockgrüße. Jona hat die große, oder? Ja, hat geschossen. Ach ja. Irgendwie, ich fühle mich zwar schon wieder einigermaßen gut, aber ich habe das Gefühl, dass es sich, dass ich deutlich, dass ich mich selber deutlich benachteilige. So, wen ramme ich denn jetzt tot? STB, ne? Ach komm, Digga. Shadow kommt. Ja. Dem brauche ich keine Munition. Das hat er sich auch anders vorgestellt. Ja, boah, los. Jetzt mit der kleinen Quanzmade dahin. Schafft die Badget das nicht? Wie ist im Reload? Achso. Moin Red Bucker, Grüße, einen wunderschönen. Moin Turnvater, einen wunderschönen. Moin Demaldo, Grüße. Netzbeider, vielen Dank für die 2 Monate. Dankeschön, vielen Dank. Wenigstens haben die Trackshots gesessen. Guck mal, wir haben exakt gleich viel Basis-XP. Ja. Achso, du hast so viel Spotting. Achso, ein bisschen Tracking. Ich hab nichts gespottet. Ja, ich hab nur Tracking. Norden? Ja, Norden. Da Treibladung gefehlt, ja. Moin Mike, hallo Kretios. Ich glaube, das verlieren wir. Hast du nicht bisher bei jeder Runde gesagt? Nee. Nee, okay. Was denn? Ist ja eigentlich mal aufgefallen, hier hinten auf ist so eine wilde, gemoddete AKM
Mit Schalldämpfer sogar drauf. Mit Trommelmagazin. Und Granatenwerfer. Ja. Sieht aus wie aus Call of Duty, ey. Sieht aus wie das Escape from Tarkov. Okay. Maus, Digga, ich denke, du bist krank. Das ist auch seine normale Stimme, sie hört er sich immer an. Ja, richtig. Nein, das ist keine PPSH, Mann. Das sieht man doch, dass das eine AKM ist. AKMS? Ja. Oh, VZ. Ja, was will er denn? Wollen wir hier kurz warten und rumkommen lassen? Ja. Ja, lass ihn kommen. Vielleicht hier oben hinstellen und dann abaimen. Dann. Okay. Hat ja wieder gut geklappt hier. Ja. Ich hab die Upper Plate getroffen, okay. Ah, EN-100 ist auch noch da. Wilde Typen. Danke, Adi. Wirklich. Cooler Typ. Alter. Die 100? Ja, macht doch richtig gut, also. Er macht da ein richtiges Schauspiel raus. Oh, was? Dickes hat gerade geschossen. Ich glaube, jagt eh. Jetzt einfach den Typen hier raus und weiter geradeaus. Ich bin noch voll, ich kann vorfahren. Geht schon. Ja, der kommt sowieso nicht durch. Siehst du? Ist abgeprallt. Ah, ich hab den Karl-Heinz gemacht! Aus der Fahrt! 800, aus der Fahrt. 813! Ich halte an, ziele und wieder kein. Das ist das Geheimnis. Einfach aus der Fahrt schießen. Ah, ja. Guck mal, jetzt ziele ich. Und mach Low Roll. Aber ich habe immerhin getroffen. Ja, ist doch schon mal gar nicht schlecht. Jetzt weiß ich. Aus der Fahrt. High Roll. Jawoll. Lächerlich. Lächerlich. Du wirst halt einfach in diesem Spiel, wenn du es legit spielst, bestraft. Ah, was ist er denn hier für einer? Hallo? Was machen Sie hier? Ja, Abschimmler ist das. Ich push ihn. EBR hat mich fast gekillt. Warum? Weil er abgeballt ist von rechts. Jetzt will mich das 430 U jetzt hier goen, oder was? Kann er gerne machen. Soll er mal machen, ich glaube, dann ist er down. Oh, EBR hat mich fast erwischt. Oh Gott. Der Fürst der SP2? Da unten ist er. Stark, Stan. Stan fand ich gut. Gute Aktion. Stan will das auch mit Absicht immer schmeißen hier, ne? Ja. Ja, ich war jetzt voll auf dem Push, Alter. Du schmeißt es doch gerade weg. Alter, ich hab wieder aus der Fahrt. Kranwart Unterwange. Das ist... Hast du das gesehen? Ja, lächerlich. Hast du ihn gesehen? Wie er da stand? Lächerlich. Lächerlich. Scheiße, da kommt mir gleich die ganze Lunge raus, ey. Lass mich durch. Die Arti steht direkt hinter dem E50M. Ich mach beide mit einem Schuss aus der Fahrt. Hier wird gar nicht mehr angehalten. Die wird gar nicht mehr angehalten. Ich mach die Art. Na, okay, warte. Guter Schuss. Ich kann einfach nicht während der Fahrt. Ich treff nichts. Ach, 34 Spiel. Guck mal, den hast du getroffen aus der Fahrt. Ja, den habe ich jetzt getroffen. Guck mal, ich mach jetzt hier einen Heldenschuss. Ich blow up den EBR jetzt aus der Fahrt. Erstmal ihn. E4 ist besser. Ja, komm, das ist.
Guck mal, ich hab Ziel und Treffe nicht. Ziel und Treffe nicht. Einfach aus voller Fahrt abgedrückt. Oh, wer bist du denn? Das ich bin. Hallöchen. Ekelhafte Panzerfahrt, ihr da echt. Oh Gott, ich hab wenigstens mal einer, der nicht getroffen hat. Ich hab den Ramm verkackt. Das war schon grob lächerlich hier, die Runde. Das war schon grob lächerlich. 7-2 Damage oder was? Ja, nee, ist klar. Vor allem alles aus der Fahrt. Anhalten ist langweilig. Alles ja, aus kannst der Fahrt. Ja, noch hier den EBR kannst du auch noch abschimmeln. Ja, mach ich auch noch. Kein Problem. Muss halt bloß vorkommen. Muss ja, halt. Okay, jetzt hab ich hab jetzt Karl-Heinz Spiel verstanden. Genau. Einfach kriminell aus Vollgasfahrt. Also 60 km/h sollten anliegen. 50 km/h. Vielen Dank für 10 Monate, Dankeschön. Ne? Ja, na. Wir haben gesagt, bis wir verlieren. Ich weiß. Du musst einfach weniger Damage machen, sonst. Du gibst dir allergrößte Mühe, das gegen die Wand zu fahren. Ja. 7, was? Ich gehe einfach mit Stan zusammen ins Bett. Wenn wir die erste Runde, die wir verlieren, mache ich auch. Das könnte interessant werden. Wo wollen wir jodeln? Über den Hügel oder? Ja, ich weiß nicht, ob das Jodeln hier so schlau ist. Weiß nicht, wenn wir einfach über den Hügel pushen, könnte funktionieren. Wenn wir verlieren wollen, dann ist das eine Idee, ja? Lass uns über den Hügel fahren, da sind wenigstens keine dicken TDs im Hintergrund. Deswegen. Wollen wir nicht gleich von unten ranfahren? Wir können auch gleich von unten ranfahren, klar. Also. Ja, ich war AP für die TDs. Also hier dran. Ja, ja, genau. Warum AP? Keine Ahnung, Leopard 1 in 50 M potent schieße ich lieber AP als Heat, weil ich da prinzipiell in den Hecken hängen bleibe. In den Hecken? In den Hecken, genau. Die ganzen Hecken schützen. Karl-Heinz, ja. Ah. Guck mal, wir haben ja auch den griechischen Panzergeneral bei uns. Das kann nicht, das kann nur gut gehen. Wer ist das denn? Der 121er. Oh, das ist ja bitter da, die Jungs da in der Mitte. Waren wir hier gerade zu fünft lang? Okay. Ah. Hallo E50. Den müssen wir pushen. Ja. Er haut schon ab. Er haut schon ab. Oh, hier, komm. Da ist. Jawollo. Gleich der hinterher da. Oh, bestimmt steht auch noch. Au, 268 steht oben. Grille. So viel zum Thema: keine dicken TDs im Hintergrund. Und da, hier, oh. Ja, ich musste mal kurz mit. Ja, hab ich gut angeschossen, oder? Du hast perfekt angeschossen, also ehrlich. Alter, komm, E50M. Verarsch mich doch nicht. Grille ist easy gedodged. Grille gebounced. Jetzt kommt hier noch ein 2684. Alter, die kommen hier alle her, ne? Ich seh's. Ist nicht schlimm, weil wir sind der Beste. Müssen mal kurz versuchen, Maus zu helfen. Oh, Maus ist, Alter, wie weit ist Maus denn schon? Alter. Schön EBR gebalanced. Ich hab die Gegner merken gerade, dass sie das nicht herstellen können. Kommt man hier noch hoch? Ja, aber nur mit Schwung. Okay, schade. Aufgeräumt. Motherfucker. So. Jetzt wird's lustig. Jetzt stehen sie hier mit 30 Mann in der Ditch, oder was? So. Nee, ich glaube, die sind alle. Ah, hier ist einer. Meinst du, da steht sonst nichts mehr? Ich stehe alle hier hinten. Okay, dann mache ich jetzt einen Move. Ups. Zwei gesagt, hat übrigens geschossen. Sehr gut. Okay. Weil den. Weil du 7000 Griffe fährst. Oh, da vorne steht der Schutzwagen.
Hallo! Hallöchen! Scheiße, Mann, du darfst einfach nicht versuchen, mit diesem Viech zu zielen, ey. Aus der Fahrt schießen, alles schön und gut. Aber sobald du einzielst. Sobald du zielst, kannst du nur verlieren. Da geht's. Rüber über die Gegner. Type 5 war noch unspotted. YOLO Machines. Da ist der Type. Weiter geht's. Der Manticore hatte bestimmt eine gute Spotrunde. Ja! Da denkst du, oh, Prokhorovka, geil, ich kann mich da oben hinstellen. Und dann, Ach, schon wieder gezielt, Alter. Ich ziele auf den Type 5. Ja, ich bin abgeprallt auch. Und verrotzt den Schuss. Interessiert das, ob er hat oder nicht? Ich sag's doch nur. Schon wieder, Alter. Er ist einfach unbesiegbar, der Mann. 15-0. Einfach in die Säcke reingesprungen. Das hat schon ein bisschen was von einer fairen Disco-Prügelei. Alter. Von hinten kommt die Flasche, die du einfach nicht sehen konntest. Alter Schwede, ey. Mal gucken, was hat der Manticore gespottet? 936. Oh, ja gut, aber wenn man sein Profil anguckt, der spottet sonst auch nicht mehr.